Wir wollen die Elektrolyse einer Zinkchloridlösung etwas detaillierter diskutieren. Welche Reaktionen können überhaupt an der Anode und an der Kathode auftreten? Mögliche Reaktionen an der Anode sind die Oxidation vom Chlorid zum Chlor oder die Oxidation vom Hydroxidion zum Sauerstoff. Mögliche Reaktionen an der Kathode sind die Reduktion von Zink2+ zu Zink und die Reduktion von Protonen zu Wasserstoff. Wir errechnen zunächst nach der Nernst'schen Gleichung die Potenziale sämtlicher möglicher Reaktionen. Für die Oxidation von Chlorid zum Chlor setzen wir die Nernst'sche Gleichung der Standardpotential von 1,44 Volt ein, eine Chlorkonzentration von 1 bar und einer Chloridkonzentration von 2 mol pro Liter. Wir erhalten 1,34 Volt. Für die Oxidation von Hydroxid zum Sauerstoff setzen wir in die Nernst'sche Gleichung das Standardpotential von 0,401 Volt ein, erhältlich aus der Spannungsreihe, eine Konzentration des Wassers von 1, des Sauerstoffs von 1 bar und der Hydroxidionen von 10 hoch minus 7 mol pro Liter. Wir erhalten ein Potential von 0,815 Volt. Für das Potential der Reduktion von Protonen zu Wasserstoff setzen wir in die Nernst'sche Gleichung das Standardpotential ein, 0 Volt, und die Konzentration der Protonen zu 10 hoch minus 7 mol pro Liter und der des Wasserstoffs zu 1 bar. Schließlich berechnen wir das Potential der Reduktion von Zinkionen zu metallischem Zink. Da hierfür das Zink Standardbedingungen vorliegen, ist das Potential gleich dem Standardpotential minus 0,763 Volt. Wir vergleichen die berechneten Potentialwerte. Bei mehreren möglichen Kathodenreaktionen ist die Reaktion mit dem höchsten Elektrodenpotential bevorzugt, denn hier herrscht der größte Elektronensog. Bei mehreren möglichen Anodenreaktionen ist die Reaktion mit dem niedrigsten Redoxpotential bevorzugt, denn hier herrscht der niedrigste Elektronensog. Entsprechend ergeben sich bei dieser Situation die Wasserstoffentwicklung als Kathodenreaktion und die Sauerstoffentwicklung als Anodenreaktion. Die Differenz dieser beiden Potentiale 1,229 Volt ist die Zersetzungsspannung. Obwohl wir Zinkchlorid in der Lösung vorliegen haben, wird dennoch Wasser zersetzt in Wasserstoff und Sauerstoff. Bei Stromfluss ändert sich im Allgemeinen das Potential einer Elektrode im Vergleich zum Gleichgewichtswert. Das Ausmaß der Änderung wird mit dem Begriff Überspannung quantifiziert. Gerade bei Gasentwicklung sind deutliche Überspannungen festzustellen. Bei Sauerstoff hier zum Beispiel 500 mV, bei Chlor 100 mV, bei Wasserstoff minus 400 mV. Die Zinkabscheidung hat hier keine Überspannung. Die Potentialsituation bei Stromfluss ändert sich also im Vergleich zum stromlosen Zustand. Das Wasserstoffpotential ist nun deutlich geringer, das Sauerstoffpotential etwas höher. Wenn wir die Situation jetzt analysieren, stellen wir fest, dass an der Kathode Zink abgeschieden wird und an der Anode weiterhin Sauerstoff abgeschieden wird. Wir brauchen jetzt eine Spannung von 2,078 Volt zur Zersetzung.